Und einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in Valheim. Hallo. Da sind wir. Haben. Ja, hallo, stimmt, hallo. Ja, du musst aufs Reden. Hallo. Ich war schon voll konzentriert. Dir? Ja, du. Ah, okay, du warst gerade noch am Essen. Geh reparieren. No. Noch. Wir warten bei den Portalen auf dich. Warte. Komm her. Und Pfeile mit, bitte. Oder Streitaxt oder was auch immer. Ich hab meinen Streitkolben dabei. Ich hab alles. Ich bin vorbereitet. Ich bin auch vorbereitet. Ich warte am Portal. Da flitzt er, da flitzt. Ich warte auf der anderen Seite. Ob der wirklich richtig steht, siehst du, wenn du das... Ja gut, hier geht überall das Licht an, aber... halt Knochen mal links. Ja, so, hab ich. Das ist ein Suchspiel. In welchem Portal? Ja. Der bleibt da. Ganz. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen, dass man das vielleicht ein bisschen besser kennzeichnen kann. Gut, wir können sie ja sortieren. Einmal feste Portale zu den Bossen. Das sind dann nur 5 Stück oder so. Stimmt. Dann einmal feste Portale in bestimmte Biome. Und dann haben wir noch bewegliche. Nur noch? Ganz einfach. Ich habe dir die Tür schon aufgemacht. Gerne. Wird's einfach mal so dusselig. Es geht los zum Knochenwanz. Schnallt euch an. Hast du alles, was du brauchst für den? Ich hab alles, was ich brauche. Die verwitterten Knochen hat er ja. Er ruft ihn. Wo ist er denn da? Gute Frage. Ja, es eigentlich müsste ich bei euch sein. Laut Karte bin ich bei euch. Nö. Ach doch, da oben, auf dem Portal. Hat er mich entdeckt? Ja. Bäh. Okay, einen kurzen Moment. Ich mache uns ein bisschen Platz hier. Warum kommt der raus? Der kommt hier raus. Wo kann ich hinstehen? Kann ich da oben drauf stehen? Nee, ne? Nee, ich glaube, da kommst du gar nicht rauf. Sehr. Ebne das nur kurz ein Stück hier ein bisschen ein. Da kommt so ein Arschi auf uns zu. Genau. Was okay. Das hilft? Das müsste reichen, der Platz, ja. Also alles, was der Typ dazu zu sagen hat, ist, siede ihre Überreste. Okay, ja, dann sind wir bereit. Melle steht, alles klar. Was macht der denn? Was macht er denn? Das ist so ein Schleimball. Oh nee, echt. Deswegen ja auch dieses Giftwiderstand einpacken. Ich mach mal, ne? Jo. 1 bis 8. Achso, muss man es auf der Leiste haben. Aha. So. Ah! Ich glaube, der kommt hinter dir raus. Ja. Der sieht nett aus. Weil zu gut. Gar nicht nett. Genau, wenn der spuckt, am besten weg, ja. Ich nehme einfach direkt mal so einen Giftwiderstand. Oh Gott, ist der stark. Hehe. Das sieht aber, glaube ich, ein bisschen anders aus als früher. Warum nochmal kämpfen wir gegen den direkt? Weil er da am meisten Schaden nimmt. Oh. Bitte. Brauchen wir den Eigentür hier. Ein bisschen blödes Viech. Und einen wunderschönen guten Morgen, Akuma. Moin. Wo geht er denn hin? Auf dich,
Also ist Scheiter los. Naja, ich ziehe ihn hier einmal rum. Bringt nee. Feuer bei dem überhaupt was? Ich glaube nicht wirklich. Warte, ich kämpfe zum Muschelmonster hier. Was bist denn du für einer? Geh weg. Ich hasse so Giftmonster. Egal in welchen Spielen. Die sind immer so. Ja, da war ein heftiger Schlag. Trotz erhobenem Schild. Ja. Also Feuer macht keinen Schaden bei ihm. Nehmen wir mal die anderen Pfeile. Die Eisenpfeile habe ich zu Hause gelernt. Ich leider auch. Ich dachte, Feuer wäre cool. Ja, ich habe Feuerstein. Eisenpfeile habe ich jetzt echt zu Hause gelernt. Na, ich hätte ein paar Eisenpfeile drin, weil ich schmeiße die mal rüber. Ah, da kommen auf jeden Fall Slimies. Es sind auch Skelette noch auf seinem Schädel. Schmeißt dir die Eisenpfeile direkt zu dir, dass du gleich aufhebst. Zack, so. Nicht finde ich viele. Ein paar. Viele. Ja, jetzt übergibt er sich wieder. Also wieder dann. Geh schwimmen. Los. Ach, Mann. Na gut, ein Drittel zur Hälfte, Herr Mann. Ja. Gibt Schlimmeres. Katze. Reinigungskraft im Sumpf, bitte. Oh nein, du hast mich gar nicht gesehen. Ich bin doch gar nicht da. Du hast eine Hallo. Weißt du, mein Job war eigentlich nicht, vor dir wegzurennen. Ja. Okay, aber ich denke, den haben wir gut im Griff, oder? Ja. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Eben geschlagen. Haha. Kann man den blockieren? Echt? Weiß ich nicht. Jedes Mal, wenn ich mein Schild hebe, tut es so, als würde ich gar nichts tun. Lief gar nicht so nah. Katze. Nee, das kannst du irgendwie nicht blockieren, was der macht. Komisches Kerlchen. Ja. Oh, daneben. Katze. Was hat denn der gegessen eigentlich? Du hast was nicht schmeckt. Dass du hier auch noch auf andere Sachen aufpasst. Also blockieren kannst du den echt nicht. Okay. Das ist. Ja, jetzt schon wieder einfach. Also das Schild oben gehabt und dann war wieder nichts passiert. Dann sind das die Bosse, ne, die einfach nicht blockiert werden wollen. Ja. Was hat denn der jetzt geworfen? Ach, wieder Skelette und Schleimis. Nee, der hat Schleimi und Skelette geworfen irgendwie. Alter. Wie von dannen.
Mehr Slimer. Die kleinen Grünen haben was von den Ghostbusters. Die große nicht so. Aber der kleine. Jetzt haben wir ihn fast. Ja. Jetzt wirft er wieder, hey. Katze. Ah, Skelett. Da liegt er gleich, da liegt er gleich. Warum ist der unter den Achseln? Das war's. Wir haben eine Wünschelrute bekommen. Ich bin in den reingelaufen. Ich habe ihn eingeatmet, ich habe ihn im Mund. Nein. Das haben wir uns beide gerade gegenseitig? Achso, wir haben alle eine Wünschelrute. Eine. Da kommt ein Rabe. Genau. Da ist ein Schleimhaufen. Wie es aussieht, war einer der vielen Knochen, die sich in diesem Ossuarium befanden, eine Wünschelrute. Dieser Knochen beherbergt eine mächtige Magie, die dich zu deinen Dingen führt, die unter der Erde verborgen liegen. Die führt dich nicht nur zu Silbervorkommen, sondern auch zu vergrabenen Schätzen. Was war das? Ach, okay. Schleimhaufen. Es schreckt mich doch nicht so. Ich dachte, was kommt da jetzt aus dem Wasser? Hätte ich? Ja, der da ist der Rabe. Oh Gott. Ja, der ist fertig, den haben wir erledigt. Aber eine Trophäe hatten wir jetzt nicht, oder hat jemand eine Trophäe bekommen? Der Melle gerade jetzt. Okay. Ja, ich hab. Warte, ich geb sie dir auch. Halt doch, bleib doch mal stehen. Naja, ich bleib direkt vor dir stehen. Aber und da kommt sie, Knochenwands-Trophäen. Schleimhaufen. Wozu brauchen wir denn den? Den müssen wir anhängen. Dann gehen wir zurück und hängen an. Ja, machen wir direkt, genau. Wir brauchen davon nicht nochmal einen, oder? Bis jetzt nicht, nee, aber irgendwann bestimmt nochmal. Okay, dann beschwöre ich ihn jetzt nicht nochmal. Wenn wir gerade schon hier wären, dann hätte ich gesagt, dann können wir gleich nochmal. Igel, ich denke, alleine kann man den auch machen. Du musst dann halt immer nur hinrennen. Zwei, drei Schläge, zurückrennen, hinrennen, zwei, drei Schläge, zurückrennen. Weil der verfolgt dich ja nicht wirklich. Genau, der ist, gut, wenn du alleine spielst, verfolgt er dich schon. Ups, sorry. Aber du musst halt diese Spucke ausweichen, seine Schlägen ausweichen. Der ist schon machbar, nur alleine ist halt immer ein bisschen schwieriger als natürlich zu dritt, ne? Wo können wir denn jetzt hin? Also ich würde jetzt kurz ihn anhängen, die Trophäe. Ich gehe ins Lager und räume Zeug weg. Okay. Gilt es dann für alle? Du hängst ihn hin, dann müssen wir da nichts mehr machen oder so, oder? Also ihr wollt die Fähigkeit haben, aber die kann ich euch dann ja vorlesen, ob's was ist. Das weiß ich nämlich auch jetzt nicht. So stimmt. Das und meinst du mit anhängen. Ja, und keine Sorge, Igel, die wären noch schwerer. Das sammelt hier. Aber bis wir jetzt den nächsten Boss wieder erlegen, das dauert wieder eine Weile, weil jetzt das Schneegebiet erkundet werden muss. Den müssen wir jetzt erstmal finden in dem Sinne. Genau. Wo der nächste Boss ist, Silber sammeln, Wölfe sammeln, Höhlen reingeben. Ja, also einiges, was wir noch nicht gemacht hatten, so. Genau. Also zum Beispiel die Höhlen im Schneebiom kenne ich auch noch nicht. Die sind neu, die waren damals noch nicht da. Okay. Ich habe keine Schneebiom Ahnung. Per se waren wir jetzt aber auch noch nicht unterwegs. Nee, noch nicht. Was kann die Wünschelrute noch machen? Verborgene Schätze sammeln. Ah, okay, also der Knochenwanst. Der kann Resistenz gegen Hauen, Resistenz gegen Schlitzen und Resistenz gegen Stechen. Ein Schadensmultiplikator. Was gegen was? Ja, also gerade wenn du viel im Kampf bist. Hauen, Schlitzen, Stechen, Resistenz. Also gerade wenn du viel kämpfst, ist das wohl ganz praktisch. Ja, dann komme ich doch nachher mal.
Ja, ich glaube, ich nehme die mal mit, wenn wir ins Schneebiom gehen. Ja, ich bin nämlich auch gerade im Überlegen, ob ich den aktivieren soll. Ja. Ausdauer war nämlich jetzt weniges Problem, mehr die Verteidigung. Mhm. Ja, was soll's. Und im Schneebiom ist dann wieder ganz einfach. Wieder neue Rüstung sammeln, aufwerten, upgraden, neue Sachen holen. Jetzt Bären. Guck mal da. Ja. Und hier hinter dem Fels auch. Dann mache ich mich nämlich auf Richtung Schneebiom. Okay. Willst du uns mitnehmen? Nur wenn ihr möchtet. Na ja. Ich verwehre es euch nicht. Dann gehe ich aber nochmal zu dem, wo ihr auch seid. Sollen wir da eigentlich mal ein Portal hinstellen? Naja. Ist zwar nicht weit weg, aber es. Ich bin theoretisch faul. Gesehen könnten wir es machen. Aber du kannst, ja, doch. Könnten wir machen, dann können wir da jedes Zeit hinreisen. Schwabbeliger, schwabbeliger Schwabbel. Ja, drei Bosse haben wir. Eins, zwei fehlen. Ist das schon Sachen für ein Portal da oder soll ich noch hinterher rennen? Nimm sie mit. Ich hab nichts auch, da. Haben wir auch ein Portal zu Hause, wo wir es mit verlinken können? Bestimmt. Wir haben genug. Ich kann unter anderem das eine auf der ebenen Insel löschen. Ja. Ja, dann gehe ich erstmal wieder zurück kurz. Edelholz. Genau, Edelholz, Sudlinkern. 10, 20, 2. Genau. Wir haben kein Edelholz. Bei mir in der Kiste. hinter, bei der Küche am Flur. In der Portalkiste hast du. Wir haben doch eine Kiste extra für Portale. Genau, aber da ist momentan kein Edelholz mehr drin. Das wurde okay. Schon verbraucht für Portale. Ach so, einfach so verbraucht. Ja, einfach so verbraucht. Hey Mensch. Und vorne sammle ich gerade Edelholz, weil ich das viel für die Möbel brauche. Okay. Hier. Schnee, Schneeland. Wie nennt man das? Portal? Ring? Ring? Ja, mach mal. Okay. Dann stelle ich jetzt eins in unseren Ring und wie heißt das, wo wir hin müssen zu dem Platz? Wie meinst du? Da, wo ihr jetzt aufgehängt habt. Da hat er jetzt ja. Schon eins hinstehen. Okay. Da. Also ich habe hier eins stehen. Ja, du musst jetzt nur zu dem Ring laufen. Dem, du, wo die Trophäen du wolltest hängen. Doch, wolltest du eh dahin hinrennen. Yeah. Ja. Okay. Genau. Du kannst da einfach irgendwo hinstellen. Hast du noch 10 Holz für die Werkbank? Nee. Kannst du unterwegs einen Baum machen. Kannst ja um dich schlagen. Schlage um dich. Brauchen wir was Spezielles im Schneeland? Ach ja, Frostwiderstand. Da habe ich ein bisschen hergestellt. Stimmt, ohne Frostwiderstand ist es uns zu kalt. Aber wir haben da was. Kleines bisschen, mehr konnte ich. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Sehr gut. Kann sein, dass dir der Stein ausgegangen war. Wieso? Wegen diesem Loch hier. Nee, das noch nicht eingefüllt ist. Ist noch nicht fertig. Steine sind noch da in der Karre, ganz viele. Ich wollte nämlich sagen, wir haben doch noch so 600, 700 Steine. Naja, das ist sehr zeitaufwendig. So, Tränke, ne? Genau. Da sind denn Frostwiderstand drin. Ringlein, Ringlein, wo bist du? Ring, Ring.
Das ist dein Haus, kein Ring. Der ist doch hier irgendwo. Oder? Noch ein bisschen Stuhl. Damit du besser kochen kannst. Kannst du sitzen, besser kochen, oder was? Ja. Ja, dich selbst besser kochen. Das sieht gerade aus, als würde ich Feuer erwärmen. Ja, ich trockne gerade. Genau. Das ist das hier. Das muss ich jetzt einfach nur anklicken. Ja. Das musst du mal. Und wie aktiviert man das, wenn man das braucht? Und wieder Eiktür auch. Wieder mit F. Mit F. Kann ich jetzt das andere? Hä? Nee, das Eiktür kannst du nicht benutzen. Du kannst immer nur eine Kraft benutzen. Wenn du zum Beispiel ein Eiktür brauchst, dann musst du den Eiktür da aktivieren. Mhm. Meine Werkbank. Du kannst leider immer nur eine Fähigkeit mitnehmen. Ja. Was kommt denn hier gegenüber rein? Der Speisesaal. Der Speisesaal, so. Das hier wird dann die Bar, oder wie? Genau, das ist die Theke. Und wer serviert hier? Du. Ich. Der Letzte macht die Tür. Speisesaal, und das soll ich auch noch servieren. Gell? Noch eh nie daheim. Soll ich da auch noch servieren? Wie in die Voraussetzung. Ich hab doch Edelholz mitgenommen. Dotlingkerne? Grauzwergenaugen? Du 14. Da stand vorher 29. Allein. Ja, dann machen wir es später irgendwann. Wäre jetzt nicht schlimm. Oh, stimmt. Ekel, dem Vorschlag stimme ich zu. Was sagst du, Strider? Ja, können wir machen. Ja? Die Jane serviert hier. So, wer war da? Cool. Beile bleiben manchmal in der Luft schweben. Wenn man Feuerpfeil schießt, dann leuchtet die Luft. Mhm. Okay, da geht es. Du weißt nicht, ob das mit dem Spawner so ist, dass der weiter spawnt, wenn wir nicht da sind, oder? Falls das verständlich war, was ich gerade meinte. Ja, nicht so, ne? Also ich weiß es nicht. Ich bin da raus. Ich kenne das Spiel ja nicht. Ich hab das Ding ja nie benutzt. War schon ein Riesenbeete, ne? Was wäre ein bisschen Blödsinn, wenn da nichts passiert, wenn man nicht da ist, ne? Muss ich die Winschelrute jetzt mitschleppen oder kann ich die zu Hause lassen? Wenn du nach Silber suchen willst, kannst du sie mitschleppen, ansonsten lässt du sie zu Hause. Ach nee, ich hab was gerade. Mann. Sag mal. Warum krieg ich den nicht kaputt? Hä? Jetzt Blitz und Donnerwetter. Wusche zum Husch. Du musst dir nachher mal was angucken, ob das Beet dir ausreichen würde. Ich schau wieder da drüber, nein. Das da rein.
Gut. Es muss holen. Entpicht. Ich glaube, ich habe... Mist. Was? Ja, das ist... Nee, ich dachte, ich hätte Schiff beim Händler geparkt, aber... Da ist das Schiff wohl auch nicht. Ich hab's, glaube ich, auseinandergenommen. Dann Mist. Mist. Ich wollte jetzt in dem Sturm, wollte ich eine Seeschlange jagen. Ach so. Das kann ich auch von hier daheim aus dann. Wobei sich gerade der Sturm beruhigt hat. Triefe, ich triefe. So, du kommst Dornei. Warte mal. Du kommst Dornei. Mit der Wunschroute weiß ich wirklich noch nicht so wirklich, ob ich damit was anfange. Ihr habt jetzt doch unklar. Die Silber vorkommen. Also wirklich nur zum Silber suchen. Ja, oder wenn du im Grasland oder irgendwo anders bist, gibt es auch verborgene Schätze unter der Erde. Gesund. Hey. Gesundheit. Mein Essen reicht. So. Zu gucken. Wie wär's soweit? Ja. Du wärst soweit? Ja. So, dann fahre ich jetzt nicht raus. Okay. Ja, ich sehe aber gerade, dass die Folge ja schon wieder vorbei ist. Ja, so gut wie. Genau, und deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, bis zum nächsten Mal.